Und damit willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, hier sind wir wieder. Da vorne steht unser Ziel und ich würde mal sagen, wir halten uns hier gar nicht groß weiter lang auf. Wir werden jetzt hier mal Nägel mit Köpfen machen, uns um den Typen da unten kümmern und dann sehen wir weiter. Auf wie geht's, würde ich sagen, ne? Au in den Kampf, die Schwiegermutter naht. Siegesgewiss, klappert ihr Gebiss. Oh Mann. Na, mein Großer? Bisschen. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommen hier. Ja, du mich auch. Konzentrier dich. Na komm. Na komm. Ja, ja, du mich auch mit Sala und. Verdammt. Heil nebenbei. Hui. Ankugeln die guten. Na. Meine Rüstung ist auch schon im Arsch, so gut wie die hat auch noch was gekriegt von der Kacke. Mann nun! Nebenbei hochheilen hier, sonst wird das alles nichts mehr. Ja, lass ihn. Ja, Geralt. Geralt hat gerade zu tun, er kann sich nicht um dich kümmern, Mädel. Yeah.
ja, ja. Immer schön Schild einsetzen. Daneben. Der hat mal gesessen. Weg hier. Ah. In Ordnung. Ich habe schon Angst. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Sehen wir uns um. Das war doch gut. Täusche, sind wir im Labor des Elfen. Ja, schön. Wir sammeln hier erstmal jetzt ein. Oh, da hinten ist noch ein Eingang. Den will ich mal anziehen. Erstmal einsammeln hier. Hier. Da ist die Tür, da gehen wir mal durch. Was gibt's hier? Hä? Das hier? Oh, komisch. Also das da, was ich eben gesehen habe, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, das irgendwas muss man da, da muss man einen speziellen Gegenstand für haben, aber irgendwas, irgendwie kann ich mich daran erinnern. Und den haben wir, glaube ich, noch nicht. Bin ich der Meinung. Also, bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt gerade Blödsinn erzähle, aber irgendwas, bin ich der Meinung, musste man dafür haben, um da hinzukommen. Ich nur noch wüsste was. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ja, möchte ich auch mal wissen? Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun. In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das,
Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Fragen wir mal, warum sie die noch nicht erwähnt hat. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, ja. Nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe. Ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ziria wiederfindest. Okay. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Nö, erstmal suchen wir alles ab. Die Herrinnen des Waldes. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Ja, die auch manchmal wissen. Was haben wir denn hier so alles schön? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Absuchen. Wollen wir gleich mal schnell unsere Rüstung, zumindest die Rüstung reparieren, das ist wichtig. So. So, noch ein bisschen. Ein mysteriöser Magier-Kräuterkundler. Ja. So, jetzt werfen wir einen schnellen Blick mal in unsere Tar. Besonders die Bücher interessieren uns, was wir da so alles aufgefunden haben. So, der Asche. Was es auch immer heißen soll, schön, freut mich. Herrinnen des Waldes, die Gönner haben uns verlassen, möchten die Erde kümmern, bla bla. Die Herrinnen von mir und schon Buckelsumpf sucht. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad. Das wird zu folgenden. Freundlich und frei. Ja, gut. Sprich dein Anliegen vor dem Schrein aus. Und die Herrinnen werden hören, sie als alles hören und sehen, was hier auf Weichen steht. Okay. Ein paar Zusatzinformationen drin. Angewandte Magie, eine Einführung. Okay. Ja. Schön. So. Wir haben gelesen, was wir lesen sollten, hoffe ich zumindest. So funktioniert. Durch. Da ist noch was. Die Herrinnen des Waldes. Hast du schon gelesen? Okay. Das ist etwas, was. So, ich brauche Gesellen, Anfänger. Nee. So, wie viel Prozent haben wir jetzt da drauf? 84, das langt uns. Haben wir sonst noch irgendwas, was uns gerade von Nützen ist? Was macht dieses Schwert hier? Scheiße. Das ist doch alles kacke. Oh. Wann haben wir uns den eingesackt? Da müssen wir doch mal gucken. Oder hatten wir das letzte Mal den schon? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht.
knapp mit 10 Dänern. Der hat mehr Rüstung. 54 Rüstung. Okay. Und dann haben wir noch Ben Axi. Igni. Klein. Erstmal da drauf. So. Machen wir ein bisschen Igni drauf. Brauchen wir am häufigsten irgendwas Hosentechnisches, was wir gut verwenden können. Oh ja, da. Aber da nimmt es doch unsere Vitalität. Die möchte ich eigentlich ganz. Nee, die lassen wir noch. Das ist nicht gut. Das lassen wir. Gut, dann soll es das erstmal hier gewesen sein. Gucken wir mal, wie es geht. Das da hinten, das ärgert mich. Wieso komme ich. Gut, kann man hier aufnehmen. Wehgeborenen über. Genau hin. Wieso kommen wir da hin? Ach, da ist noch eine Kiste. Pilze. Schade, dass wir da jetzt gerade nicht durchkommen. Da würde ich ganz gerne mal hintergucken. Das habe ich so noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Habe ich auch noch nie drauf geachtet. Hier drüben auch irgendwas? Dann war es das hier erstmal. Hinterkopf behalten, dass da noch irgendwas ist, was wir vielleicht erforschen sollten. So. Weißt du, wo es weitergeht? Da? Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Oh, toll. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Auf zu, Illusion aufzulösen. Na gut. Einfach, nicht? Ja, sehen, möchte der ich mal. Führt. Wartet mal jetzt. Gucken wir da hinten mal, ob das auch eine Illusion ist. Ich glaube zwar nicht, aber. Wir gucken zumindest mal. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Ja, schau an. Guck an, guck an. Dann wollen wir noch mal sehen, was wir hier so schönes finden. Was so schön versteckt ist, da muss was Gutes sein, oder? Möchte man doch annehmen, oder? Weil wir ja grundsätzlich neugierig sind. Können wir hier irgendwo auftauchen? Sache. Gucken, was wir hier noch so finden. Interessant. Na toll. Ein neues Silberschwert haben wir gefunden. Da ist ein Silberschwert drin. Das passt uns doch verdammt gut in Kram. Oh, bitte lass es ein gutes sein. Oh, ja, das ist gut.
Das nehmen wir uns doch direkt. So, da werden wir nochmal schnell ein paar Zeichen drauf bauen. Was haben wir denn alles so im Angebot? Chance auf Verbrennen. 2 auf die Angriffskraft. Na, Logo. Rüstungsdurchbohrung. Auf Einfrieren. Vergiften. Verbrennen. Adrenalingewinn. Betäuben. Nochmal Adrenalingewinn. Taumeln. 2 auf Zeichenintensität. 3 auf Zeichen. Na. Chance auf Blut. Brennen. Zack. So, was kann das Ding denn hier? Stiefel. Igni drauf. Läuft doch. Das hat sich doch mal gelohnt, oder? War gut. Das war gut. Da bin ich richtig zufrieden mit. Weiter geht's im Text. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das... Ja. Hilfst du mir? Ja, ja. Komm, helf mir doch mal. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan! Hier finden wir bestimmt etwas. Das mal nicht machen. Nee, geht nicht gut. Nicht. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. So. Ja. Wow, falsch. Ich doch. Was das an? Warte. Und das da an? Ist was passiert? Bewegung. Hinter der Wand da. Wir kriegen es hin. Das war jetzt allerdings mehr Zufall als alles andere. Aber das ist immer so. Man muss immer vom einen Ende zum anderen rennen. Das ist schon fast eine Regel. Also, dass man das in einer Reihe macht, nicht. Also, naja. Ihr wisst, wie ich es meine. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Da keine Inschrift. Das Zeichen der Wölfe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Regenern von Lot die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft.
möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Danke für diese freundliche Erklärung. Aber wir wollen noch ein bisschen weiter gucken, weil hier hinten geht's weiter. Ein paar Sachen finden wir bestimmt noch. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Yay! Hey. Und noch ein Fertigkeitspunkt. Den verteilen wir mal eben schnell, bevor wir jetzt hier... da wollte ich gar nicht hin. Worauf setzen wir den denn? Den setzen wir jetzt nochmal auf... das. Unser Hauptangriff nehmen wir immer. Nichts mit falsch machen. So, und dann würden wir uns mal um den da unten kümmern. Einfach großartig. Den will ich gar nicht. Den bitte. So. Stirb! Aua! Da ist er hin. Danke. So. Und was macht ein solch großes Viech hier? Irgendwas beschützen möchte man doch annehmen, oder? Also, was haben wir denn hier so schön? Ein neues Schwert, ein Glanzschwert. Aber ich glaube, das ist schlechter als das, was wir haben. Ja, ist doch. So. Und da gibt es noch einen Durchgang. So. Weg mit der Wand. Mal kurz in unser Inventar gucken. Was wir so alles Schönes aufgenommen haben jetzt hier. So. Das ist schlechter. Das Ding haben wir gerade ausgetauscht. Das Ding haben wir auch nicht gebraucht. Gut. Zack. Was haben wir hier? Schlechter definitiv. Auch schlecht. Gut. Alles, was wir hier haben, ist jetzt schlechter. Hier rein. Ich freue mich richtig über das Schwert, was wir da hinten gefunden haben eben. Richtig gut. Stiefel. So, der liegt hier so ein bisschen rum. Kommen wir hier durch? Nein. Nö, irgendwie nicht. Machen wir schon.
Gut. Dann einmal den da. So. Wir sind richtig. Ich bin zufrieden mit unserer Ausstattung. Es läuft. So, jetzt nehmen wir zu, dass wir hier rauskommen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, das haben wir aber schon hinter uns gebracht. Das Thema ist durch. Wir sehen zu, dass wir jetzt hier rauskommen. Ja! Ja, ouch. Nebenbei noch mal gucken, nicht, dass wir was übersehen hier. Wollen wir ja nicht. Gehen wir. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Hm. Tja. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Mhm. Also, besuchst du mich mal? Ja, ich komm. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Nö? No? Husch, husch, ab ins Körbchen. Tja, wir haben es beendet bis hier. Schön, schön. Wir haben neue Quests gefunden und so weiter und so fort. Und ich werde jetzt mal im Offscreen gleich gucken, was wir als nächstes für einen Blödsinn treiben. Jetzt mal einmal kurz meditieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Uns hier wieder durch die Pampa prügeln. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann und tschüss.